He-Man und Masters of the Universe! Ich bin Adam, Prinz von Eternia und Verteidiger der Geheimnisse von Schloss Grayskull. Dies ist Cringer, mein furchtloser Freund. Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich mir, als ich eines Tages mein Zauberschwert ausstreckte und sagte: Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Cringer wurde zur mächtigen Battlecat und ich wurde He-Man, der mächtigste Mann des Universums. Nur drei andere kennen das Geheimnis. Die Freunde Sorceress, Man-Arms und Orko. Gemeinsam verteidigen wir die Geheimnisse von Schloss Grayskull vor den bösen Mächten von Skeletor. Ich würde sagen, deine neue Trainingsausrüstung ist ein voller Erfolg, danke. Du meinst, was davon übrig ist? Wir können die Überbleibsel später einsammeln. Wenn ich mich nicht beeile, wird Prinz Adam zu spät zum Essen kommen. Also, ich sehe dich dann. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich hatte gehofft, dass heute Abend kein Platz mehr frei wäre. Aber egal. Orko der Große wird euch alle unterhalten mit seiner atemberaubenden Magie. Hey, das hat mich vorgesehen. Es wäre ein Wunder, wenn er jemals lernen würde, mit dem albernen Zauberstab umzugehen. Vater. Ich habe das wohl gehört, Man-at-Arms. Wenn du nicht mehr Respekt vor meiner Magie zeigst, werde ich... Oh, passt mal auf. Und jetzt der schwierige Teil. Ich brauche völlige Ruhe. Ich muss mich konzentrieren. Konzentrieren. Bravo! Ich grüße euch, Mutter, Vater. Entschuldigt, dass ich zu spät komme. Perfekte Zeitabstimmung, wie gewöhnlich, Prinz Adam. Tut mir leid. Ihr könntet euch wenigstens bemühen, rechtzeitig hier zu sein. Entschuldigung, Tila, aber ihr wisst, wie die Zeit verfliegt, wenn man sich amüsiert. Das ist es eben. Ihr amüsiert euch immer. Mein Sohn, ein derartiges Verhalten ist eines zukünftigen Königs unwürdig. Ich glaube, Adam hat das von mir geerbt, was wir Erdbewohner Sinn für Humor nennen. Nun, er braucht mehr als das, wenn er eines Tages regieren möchte. Ich werde bereit sein, Vater, aber hoffentlich wird das noch lange nicht nötig sein. Nun gut, mein Sohn, weiter mit der Zauberei, Orko. Das lässt sich hören, Eure Majestät. Seht ihr, Teufelsstau, genau das, was die fürchterlichen Kreaturen aus dem Jenseits hervorzaubert. Wir haben Glück, dass er nie etwas Größeres als ein Kaninchen hervorgezaubert hat. Durch die Macht von Hexenmeister und Elfen befehle ich dir, Teufel, zeige dich! Seht mal, der Zauber wirkt. Wirklich? Hier, tatsächlich! Bei allen Galaxien, wie habe ich das nur gemacht? Das ist kein Teufel. Das kannst du laut sagen. Verzeiht mein plötzliches Erscheinen, Eure Hoheiten. Ich bin Magestra, eine reisende Zauberin. Ich bin gekommen, euch alle mit meinen fantastischen Illusionen zu unterhalten. Willkommen, Magestra. Sicher würden wir alle gern deine Illusionen sehen. Allerdings haben wir schon einen Hofzauberer.
Vater, ich glaube nicht, dass es Orko etwas ausmachen würde, sich den Beifall mit jemandem zu teilen, der so talentiert und so lieblich wie Magistra ist. Was? Ich danke dir, mein Kleiner. Hier, für dich. Angeberin. Fang an, Magistra. Wir brauchen Musik. Klänge, die ein königliches Ohr erfreuen. Was ist das schon? Und jetzt, Eure Majestäten, die verwirrendste aller Zaubereien. Seht da! Der Schrank der Wunder, dem Anschein nach nur ein normaler Kasten, aber innen drin. Und was ist da drinnen? Oh, seht selbst, Majestät. Also gut. Und nun? Geister der Magie von fern und nah, entführt seine Majestät von da! Was ist das für eine teuflische Hexerei? Wartet doch, euer König ist wohl auf. Hier ist er. Das ist ja ein toller Trick. Also ich muss schon sagen, die Magie scheint deinen Appetit angeregt zu haben. Eure Hoheit? Oh ja, ausgezeichnet, Magistra. Ja, sehr unterhaltsam. Ich lade euch ein, ein Weilchen bei uns zu bleiben, meine Liebe. Ihr seid zu freundlich, Majestät. Komm, die Wachen werden dich zu deinem Zimmer geleiten. Was hast du dir gedacht, Dummkopf? Du hättest es fast verpatzt. Du bist zu besorgt, meine Liebe. Niemand verdächtigt uns. Irgendetwas geht hier vor und ich werde herausfinden, was es ist. Erhebt euch, Eure Hoheit, und begrüßt eure Gäste. Oh, also das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich im Bankettsaal war. Was? Das ist unmöglich. Das bin ich. Du bist keine normale Zauberin. Wer bist du? Wie ich sehe, ist die Zeit der Täuschung vorbei. Evelyn! Beastman! Ihr Teufel wagt es, im Palast Eternia zu erscheinen. Ich wage alles, Eure Hoheit. Jetzt, wo ich über den Verwandlungsstab verfüge, dieser legendäre Stab kann alles im Universum verwandeln. Aber der Verwandlungsstab ist nur ein Mythos, ein Märchen. Er war nur ein Mythos, bis Beastman und ich ihn in einer versteckten Höhle am Kristallsee fanden. Bald werde ich ihn meinem Herrn und Meister übergeben, Skeletor. Aber zuerst wollte ich den Stab ausprobieren, hier. An euch. Ihr, der einst der König von Eternia wart, sollt jetzt der König der Ziegen sein. Jetzt, wo du dich als der echte König ausgibst, Beastman, wird Skeletor durch dich Eternia regieren. Oh. Fass ihn! Er darf den anderen nichts erzählen. Ihn auf. Ich bemühe mich ja, aber er hüpft herum wie eine verdammte Grille. Ach, dann soll er eine Grille sein. Prinz Adam! Prinz Adam! Den sind wir los. Sieh her, Skeletor. Der Verwandlungsstab, wie versprochen. Gut gemacht, Evelyn! Jetzt können wir mit der zweiten Etappe beginnen! Morgen werden Beastman und ich in unserer Verkleidung die Streitkräfte von Eternia nach Grayskull führen. Dort werde ich den Verwandlungsstab dir übergeben und dann... Ja, dann werden wir die Streitkräfte von Eternia vernichten schlagen! Du musst jetzt vorsichtig sein. Du musst Prinz Adam davon überzeugen, dass du sein Vater bist. Du machst dir zu viele Sorgen. Ihr habt uns rufen lassen, Majestät. Ja, Adam. Ich habe mit Magistra über das alte Schloss im Wald gesprochen. Es ist an der Zeit, dass wir Grayskull in unser Königreich aufnehmen. Aber warum, Vater? Wozu brauchen wir denn Grayskull?
Wenn dir Eroberungen nicht liegen, kannst du ja zu Hause bleiben. Man at Arms, sammle die Streitkräfte, wir ziehen morgen los. Ja, Majestät. Aber wieso dieses plötzliche Interesse an dem Schloss? Ich meine, es gibt doch sicher wichtigere. Du bist mir der Richtige, über Wichtigkeit zu sprechen, Adam. Tu mit deiner Faulheit. Komm, Majestra, wir haben viel zu erledigen. Es sieht meinem Vater nicht ähnlich, Grayskull angreifen zu wollen. Er ist immer ein Mann des Friedens gewesen. Vielleicht kann ich ihm das morgen früh ausreden. Er wird misstrauisch. Überlass ihn mir. Nach der heutigen Nacht werden wir keinen Gedanken mehr an Prinz Adam verschwenden müssen. Wer ist da? Adam, schläfst du schon? Cringer, was willst du mitten in der Nacht? Naja, es ist ziemlich zugig, wenn man da draußen schläft, weißt du? Ganz zu schweigen davon, dass es, furchterregend ist, hm? Also gut, komm rein, alte Katze. Was ist denn jetzt? Eine Grille. Adam, ich bin's. Orko! Und der König ist ein Doppelgänger. Es sind Beastman und Evelyn. Bitte, bitte hilf mir. Wenn er ein Doppelgänger ist, wo ist dann mein Vater? Im Verlies! Keine Angst, Orko. Wir werden dir helfen und meinen Vater befreien. Auf geht's, Cringer! Oh, muss das sein? Willst du, dass ich alleine gehe? Bist du sicher, dass du eine Antwort hören willst? Bei der Macht von Grayskull! Nein, diesen Teil hasse ich. Guten Abend, Prinz. He-Man! Evelyn und Beastman. Also hatte Adam mit seinen Befürchtungen recht. Ja, mein Feind. Aber du wirst uns nicht aufhalten. Mein Schwert kann magische Blitze abwenden, Evelyn. Oder wusstest du das nicht? Beastman, hilf mir! Vater, dieser Lärm! Ich weiß, er kam aus Adams Zimmer. Ich kann nicht sehen! He-Man! Evelyn! Zurück, bevor sie den Stab erreicht! Den hab ich schon, du Narr! Ah, ich kann wieder sehen. Auch wenn du die Magie des Stabes abwehren kannst, deine Freunde können das nicht! Teela! Ergib dich, He-Man! Oder Teela wird für immer ein kleiner Frosch bleiben! Und jetzt zu dir. Befreie Teela zuerst von deinem Bann. Nein. Sie wird zu den anderen in meinen Zirkus kommen. Erkennst du sie nicht, He-Man? Das ist der König von Eternia und sein Hofnarr. Lass sie frei, du böse Hexe, oder ich werde... Du wirst nichts weiter tun, als dich zu verwandeln. Da! Ein hübsches, goldenes Geschenk für Skeletor. Bah! Ihr zwei seid es nicht der Mühe wert. Auf nach Grayskull! Ich werde einen weiteren He-Man schaffen, eine Böse namens Faker. Ich habe es geschafft, das perfekte Ebenbild von He-Man. Manchmal bin ich sogar von meiner Macht überrascht. Faker, die Sorceress muss Grayskull verlassen. Außerhalb des Schlosses ist ihre Zauberkraft schwächer und ich kann sie bezwingen. In diesem Halbdunkel wird sie glauben, dass du He-Man bist. Ruf sie, Faker! Ja, Herr! Sorceress! Sorceress!
bitte höre mich! He-Man! Was bringt dich zu dieser Stunde her? Ich bin verwundet! Etwas stimmt hier nicht. Deine Stimme klingt anders, He-Man. Das kommt daher, dass ich von Skeletor überfallen wurde. Ich kann nicht klar denken. Bleib da. Ich komme zu dir. Wo bist du? Hier, Sorceress! Evelyn! Du hättest dein Schloss nicht verlassen sollen. Hier ist meine Macht genauso stark wie deine. Jetzt, wo du da bist, möchtest du vielleicht den Verwandlungsstab zu spüren bekommen. Auf dem Flecken sollst du ewig bleiben, Sorceress, als harmloser Baum. Nein! Nein! Ausgezeichnet, Evelyn! Ich wäre auch allein mit dir fertig geworden, aber dieses Schicksal steht dir besser an. Bald wird Man in Arms seine Streitkräfte herführen, um He-Man und seine Freunde zu befreien. Lass sie kommen! Ich werde ihnen mit der vereinten Macht vom Verwandlungsstab und Schloss Grayskull entgegentreten. Sorceress, auch in dieser Transformation kann ich noch deine Gedanken erfassen. Setz deine Zauberkraft ein, um den Bann zu brechen. Ich kann nicht. Evelyns Macht. Zu stark. Kann nicht kämpfen. Du musst es versuchen. Für unser aller Wohl. Ja, muss es versuchen. Muss den Bann brechen. Schnell, Skeletor, den Stab! Wir brauchen keinen Zauberstab. Nicht, wenn wir Faker haben. Du vergisst, He-Man! Ich habe auch deine Macht! Mal sehen, wie gut du diese Macht nutzen kannst! Na, wie gefällt dir das, Held? Es gefällt mir nicht, Faker, und du gefällst mir noch weniger! Der Weg nach unten ist lang, He-Man! Brauchst du eine Hand drauf, He-Man? In diesem Fall tut's auch ein Bein! Ah. Warte! Halt! Mit diesem Stab kann ich Faker aus der bodenlosen Schlucht retten. Aber zuerst haben wir zwei noch was zu erledigen. Das nicht. Tut mir leid, Skeletor. Deinen bösen Bann kann man nur so brechen. Danke, He-Man. Komm, verschwinden wir von hier. Nein, der Stab ist immer noch stark genug, um sie aufzuhalten. Narren, ich brauche diesen Stab nur einmal zu schwenken und verwandle euch alle in... Das wird sich lehren, mit Magie herumzuspielen. Sobald ich Evelyn und Faker wiederhergestellt habe, werde ich zurückkommen und mich rächen. Das Schwert Skeletor! Ach, es ist schön, wieder auf dem Thron zu sein. Es ist schön, dich wieder zu haben. Und es ist schön, dich wieder zu haben, kleiner Freund. Danke, Cringer. Ich war ja nicht gern eine Grille, aber fest steht, dass ich gern wüsste, wie dieser Trick funktioniert.
Adam, es ist wirklich schade, dass du nicht da warst. Wir hätten Hilfe gebrauchen können. Gott sei Dank ist He-Man gekommen. Komisch. Er ist immer da, wenn wir ihn brauchen. Ich hoffe, ich lerne ihn eines Tages kennen. Ich möchte ihm gern dafür danken, dass er euch geholfen und meinen Vater zurückgebracht hat. Danke, mein Sohn. Und jetzt, glaube ich, haben wir alle etwas Spaß verdient. Orko, ein bisschen Zauberei, bitte. Euer Wunsch ist mir Befehl. Und jetzt zu meinem ersten Trick. Und zu meinem ersten Trick. Ich werde erstmal verschwinden. Heute habt ihr gesehen, was passierte, als eine Fremde in den Palast kam. Sie stellte sich als böse und gefährlich heraus. Es ist kein Märchen, dass einige Fremde auch im wirklichen Leben sehr gefährlich sein können. Nehmt also niemals Essen oder Spielsachen oder Geld von Fremden an. Sprecht nicht einmal mit ihnen. Und egal, was sie auch sagen mögen, geht niemals mit ihnen mit. Es ist schon so viel passiert. Das Klügste ist, einfach wegzugehen oder wie ich, einfach davon zu schweben.